So, meine Damen und Herren, willkommen hier zurück zu einer neuen Folge von Battlefield hier bei den Story-Modus. Wir haben hier noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Story-Modus zu machen. Heute gehen wir weiter zum Flugpiloten. Und gucken einfach mal, was sie... Bevor ich nach Europa kam, hatte ich noch kein echtes Flugzeug gesehen. Hoch über uns zogen sie ihre Kreise wie ein Schwarm tanzender Vögel. Die Piloten waren Legenden, die neuen Helden der Lüfte. Aber die Realität sah anders aus. Denn die meisten dieser tapferen Männer starben früher oder später in den qualmenden Wracks ihrer Maschinen. Und deswegen gehen wir jetzt zum Absturz. Wir machen das Kapitel neu, so wie letztes Mal. Und, gehen die einfach vom Speicherpunkt aus. Ich glaube, letztes Mal haben wir es auch ein bisschen geschafft, also verpassen wir auch jetzt gerade nicht so viel. Wird schwer wieder mal zu fliegen, das sage ich euch jetzt schon. Wenn es irgendwann mal lädt. Ja, heute ist Donnerstag bei mir. Mir geht es wieder besser, also gestern ging es mir so schlecht. Ich habe mich überhaupt nicht rausgetraut, ich habe nur gezittert, ich habe Schüttelfrost gehabt, mir ging es so übel, nur Durchfall gehabt. Ich weiß nicht, ob es irgendwelchen Leuten interessiert, aber... Ich war komplett ausgenockt. Ich war komplett down. Jetzt im Moment habe ich immer noch so komisches Gefühl im Hals. Als ob dort so ein, irgendwas Dickes hängt. Und nein, das ist nicht der Schwanz vom Nachbarn. Ich habe nämlich eine Nachbarin. Okay, ich habe zwei Nachbarn. Die eine ist eine Nachbarin, der eine Nachbar. Tut mir leid, das ist die Flasche von mir. Wenn es so lange lädt, dann brauche ich noch was zu trinken. Meine Tabletten muss ich auch noch nehmen. Ich glaube, deswegen ging es mir gestern so schlecht. Ich hätte richtige Schmerzen gehabt. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob es irgendwen interessiert. Ja, heute bekomme ich außerdem noch meine Thomann-Sachen. Bin ich auch richtig stolz darauf, dass Thomann... dass ich wieder was bestellt habe. Zwar nicht für mich direkt, ich habe mir nur einen Koffer bestellt. Damit ich mein Kabelzeug nicht mal sehe. Das sind hier ein paar DMX-Kabel. Ich glaube, ich habe 5 Meter DMX, 3 Meter DMX. Ich habe hier USB. Ich habe hier Cinch-Kabel. Dann sehe ich dort irgendwas mit einem großen... Achso, klar. Dann habe ich noch XL zu Klinker. Und mein Mikrofon habe ich auch noch dort. Ein Gesangsmikrofon. Das muss natürlich alles versteckt werden. Wie lange lädt denn das hier? Das ist unmöglich. Ne, wie gesagt, das ist das Einzige. Und dann sind eben 3 Kabel für den Kumpel und 2 Kabel für Cayman. Und nein, nicht für die Cayman-Inseln, sondern für Cayman. Der Vogel war hinüber. Er hatte seine Nase ins Niemandsland gebohrt. Einige hundert Meter von der Stelle entfernt, wo ich gelandet war. Wilson, der arme Kerl, war nicht mehr rausgekommen. Ich für ihn. Ich hatte ganz andere Probleme. Nicht schlecht. Also in Wirklichkeit hätten wir das gehört gehabt. Ja, ich kann bloß nicht laufen, was ist denn hier los? Ich kann ihn... Ich kann ihn nichts machen. Ich kann ihn nichts machen. Ich kann hier gerade nichts machen, was soll denn das? Ich kann nicht laufen, ich kann nicht gehen, ich kann mich nicht aufstehen.
Das ist richtig mies. Ja, dann am Kontrollpunkt neu starten. Ich konnte gerade nichts machen. Der Vogel war hinüber. Er hatte seine Nase ins Niemandsland gebohrt, einige hundert Meter von der Stelle entfernt, wo ich gelandet war. Wilson, der arme Kerl, war nicht mehr rausgekommen. Ich für ihn. Ich hatte ganz andere Probleme. Und dann muss ich ihn weglenken und dann geht die Person selber raus. Also das ist gerade fragwürdig für mich gewesen. Ah. Nahkampfziel. Skills. So, wenn es ein bisschen leck tut, mir echt leid. Ich tue gerade im Hintergrund rennen, damit ich die Zeit dann so ein bisschen... Gut, er ist tot. Kehrt zur eigenen Linie zurück. Ich nach, wie man schleicht. Nachdem ich einige deutsche Soldaten ausgeschaltet hatte, machte ich mich auf den Weg nach Westen, zu unserer Seite der Frontlinie. Ja, gibt es hier ein... ein Gewehr 96... Ja, gut. Besser ist nichts. Versuche geringsten Lärm zu machen. Ja, okay, klar. Zwischen mir und der britischen Front lagen deutsche Schützengräben. Deutsche Geschütze. Oh, und natürlich die Hälfte der Einwohner von Berlin, die alle Streit suchten. Stolperdrahtbomben sind am Boden deponierte Sprengsätze, die durch einen empfindlichen Stolperdraht unmittelbar vor dem Springen... Okay. Kuh war's, glaube ich. Na, wie gehe ich denn jetzt am dümmsten? Ich muss ja hier durch die Stadt jetzt zu gehen. Leister. Sie konzentrieren dich bloß.
der hat eine Granate. Ich will die Granate haben. Scheiße, ich komme hier nicht weg. Mein Glückstag. Die Briten hatten sich offenbar zu Tee und Gebäck zusammengesetzt, anstatt die Deutschen zu behaken. Trotzdem musste ich es bis zu unserer Seite der Front schaffen, bevor die Geschütze wieder das Feuer eröffneten. Alter, ist das krank. Mehr Truppen sind unterwegs. Du kannst nicht entkommen. Gib kein Risiko ein. Helmut fordert Hilfe an, wenn ihr ihn seht. Ist irgendwas. Ach so, Munition ist das. Okay. Ich hab keine Pistole mehr. Mit der kann man genauer schießen. Ich habe bloß weniger Munition. Blackburn. Heilige fucking Macaroni. Ey, ist aber, das war bis jetzt nice. Hätten sie mich das eben mal nie entdeckt. Ich habe hier auch keine Sniper, das ist das Problem. Mit der Sniper würde ich vielleicht weiterkommen. Wer wüsste das? Also ich wüsste es. Ich könnte ja sagen. So, nicht mal so ein bisschen auf die Uhrzeit gucken. Ich muss nämlich heute noch einiges machen. Oder ich habe mir einiges vorgenommen, weil meine Wohnung sieht aus wie Scheiße. Start hier. Leute, ich würde mal sagen, wenn euch der ganze Podcast gefallen hat, gebt noch einen rum, wenn ich einen Daumen nach unten. Schreibt in die Kommentare, ob euch das Ganze gefallen hat oder auch nicht. Und das sagt euer Mindestwort. Ciao, ciao.